Hallo meine Lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 15.05.2018 und ich gebe euch trotz kleinem Prüfungsstress einen schnellen Überblick über den Markt. Ich sage euch alles Wichtige, was momentan jetzt hier schon wieder am Chart abgeht, warum wir jetzt schon wieder dumpen, was hier los ist. Kommen wir jetzt gleich darauf zurück und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze direkt an. Davor noch kurzer Hinweis, wie immer, auf meine Telegram-Gruppe. Würde mich mega freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Der Link dazu ist in den Kommentaren. Wir sehen uns, wie immer, zuerst das Momentum an. Wir sehen es am besten auf CoinMarketCap und wir sehen, es switcht schon wieder leicht. Die Lage wird schon wieder eher bearish und die Leute bekommen schon wieder leicht Panik. Die Leute fragen sich, was ist hier los? Die große Konsensusmesse steht an. Die viel angesagten 60% Steigerungen bei manchen Coins, auch von Bitcoin. Also ich habe schon gelesen in manchen Gruppen, dass eben davon ausgegangen wird, dass der Bitcoin jetzt mal easy auf 20.000 hochpumpen wird nach der Konsensus ein paar Tage danach. Ja. Was ist hier los? Warum passiert hier nichts? Im Prinzip haben wir wieder normales Marktverhalten. Wir hatten gestern das Problem, dass wir an dieser Resistance nicht durchgebrochen sind. Ich switche jetzt gerade auf den Chart. Seht ihr die Resistance, die ich euch gestern gezeigt habe? 1, 2, 3 Mal hat gereicht. Also hat zumindest den Leuten mit viel Geld gereicht und auch den smarten Tradern, um eben diesen Dump einzuläuten. Wir könnten auch hier noch argumentieren, ob wir hier diese ABCDE-Triangle-Struktur von einem vom Elliott Wave-Muster sehen. Das heißt, diese Struktur, dieses ABCDE-Muster ist als sehr bearish gewertet. Wir haben auch ein anderes Muster, wo die A-Welle nach unten reinkommt. Sprich, wir haben die A-Welle nach unten, B-Welle nach hoch, C-Welle nach unten und dann eben die E-Welle zum Schluss da unten. Das ist ein bullisches Pattern, ein Triangle-Pattern. In dem Fall halten wir als kleines Warning-Sign dieses ABCDE-Muster. Würde ich aufgrund dieses Musters shorten? Nein, würde ich nicht machen. Warum? Weil ich eben immer mehrere Indikatoren brauche und da ist immer wieder die Frage, also das ist jetzt wieder mehr so ein bisschen Education. Es wird immer gefragt, wie man sowas voraussagen kann oder ob ich alles voraussagen kann. Auf keinen Fall habe ich diesen Dump vorausgesehen, auf keinen Fall. Ich habe nur eben dieses Muster gesehen, aber ich hätte nicht aufgrund dieses Musters alleine geschortet. Hier jetzt nochmal ein kleiner Exkurs, weil immer wieder gefragt wird, oh, technische Analyse, kann man damit alles voraussagen? Ist das wirklich immer so akkurat? Auf keinen Fall kann man damit alles voraussagen. Wenn man es wirklich könnte, dann wäre ich bestimmt nicht hier, sondern irgendwo auf den Malediven und würde hier nicht bei mir zu Hause sitzen, bei schlechtem Wetter, bei Regenwetter, sondern würde, keine Ahnung, wie gesagt, auf Malediven rumchillen und würde jeden Dump mit 100 Hebel spielen und am Tag wahrscheinlich 100.000 machen. Nein, man kann natürlich sowas nicht zu 100% voraussagen, aber wir verlassen uns auf die Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeiten sind ja auf unserer Seite, wenn wir das Ganze gut interpretieren. Im Prinzip spreche ich jetzt auf das Video von gestern an, wo ich euch gesagt habe, wir hatten hier, gestern haben wir ungefähr, ich glaube, wo ich das Video gemacht habe, waren wir, glaube ich, hier in diesem Zeitpunkt, habe ich gesagt, ist ein gutes Setup für den Einstieg, für den Long für mich, also damit man Long gehen heißt, dass man den Bitcoin kauft und auf steigende Kurse spekuliert. Und dann habe ich gesagt, definitiv nein. Hier ist ein extrem schlechtes Setup, Long zu gehen, weil wir eben diese starke Resistance haben von der Downtrend-Linie. Wir haben die 55-Day-EMA am Tageschart als heftige Resistance und wir haben auch die 200-Day-EMA am Tageschart als Resistance. Und wir haben weiter noch die 1-to-1-Extension von der Welle davor als Resistance. Das heißt, hier war jetzt die Kunst, oder hier wäre es ja schon als Kunst zu sehen, dass man hier nicht kauft. Also das müsst ihr auch immer so als Erfolg sehen, weil was denkt ihr, wie viele Leute hier gekauft haben? Wie viele Leute hier gekauft haben und auf wie viele Leute hier jetzt gedumpt wurde? Das sind meistens die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung haben und eher, also im Markt, im Aktienmarkt auch, wird da oft von Pigs gesprochen, also Schweinen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so der nette Ausdruck ist. Aber im Prinzip, die Smart Money, die wartet auf so Leute. Also die Smart Money, die weiß genau, okay, wenn hier der Pump kommt, in dieser Konsolidierungsphase, da kaufen so viele Leute, die einfach FOMO haben, die sich jetzt denken, okay, Pump, direkt 10k, in den nächsten Stunden, falsch. Ihr müsst einfach hier dann die Wahrscheinlichkeiten euch aufrollen und wenn ihr wirklich hier long geht, ist das wirklich ein extrem schlechtes Setup, weil ihr seht, okay, was kann jetzt passieren? Ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie groß zur Zeit, dass wir die Schlüssel durchbrechen? Klar, es ist irgendwie FOMO am Start und es könnte irgendwie passieren, aber wenn ich so viele Resistance sehe, also 55-Day-EMA, Downtrend-Linie von oben, 1-to-1-Extension, dann habe ich mal drei Punkte, die gegen einen Long sprechen. Und dann will ich von euch, also das mache ich jetzt immer, wenn mir meine Gruppe wer schreibt, ich gehe jetzt Long und so weiter, dann will ich immer hören, warum. Dann will ich hören, dass ich sage, okay, wir haben Bullish Divergence am RSI, wir haben Bullish Divergence, keine Ahnung, am MACD, ich sehe das und das, ich sehe die Weltstruktur und deswegen gehe ich Long. Hier nur Long zu gehen, wenn ich drei Gründe dagegen habe, die charttechnisch dagegen sprechen, und einen Grund, der irgendwie auf Bauchgefühl eher ausgeht und sagt, ja, Bauchgefühl sagt mir, FOMO kommt jetzt noch und wir gehen durch, ist ein falsches und sehr schlechtes Setup. Und das haben wir auch gesehen. Und ihr dürft dann natürlich nicht immer dran denken, okay, dicker Profit heißt immer irgendwie Erfolg.
es ist schon als Erfolg zu werten, zu sagen, okay, nein, ich verzichte auf den möglichen Profit und entgehe so diesen Verlust. Weil ihr müsst euch denken, wenn jetzt wirklich hier reingegangen wärt, und ich weiß, ich kenne viele Leute, die überhaupt keinen Stop-Loss verwenden, das höre ich immer wieder, und bin ich auch davon überzeugt, dass die meisten Trader, die ziemlich neu sind, keinen Stop-Loss verwenden. Also Stop-Loss brauchen wir jetzt gar nicht reden. Wenn ihr wirklich hier mit FOMO reingegangen seid, also 8,8K-Area, 100% haben da sehr viele Leute gekauft. Auf BitMEX noch dazu, also mit Hebel, vielleicht gerade noch mal mit 20er Hebel reingeschleppert oder so, weil ja irgendwer anderer das gemacht hat und weil ja direkt die 10K jetzt kommen muss nach so einem Pump und weil Konsensus und so weiter und so fort. Im Prinzip, 20er Hebel wäre schon liquidiert gewesen. 10er Hebel, 40% down. 40% eures Kapitals down innerhalb von einem Tag nicht mal. 40%. Rechnet euch das aus. Bei 10.000 Euro sind direkt mal 4.000 Euro weg. Einfach so, weil ihr das Setup nicht erkennt. Und da müsst ihr einfach immer wirklich auf der Lauer sein und immer die richtigen Setups erkennen. So, das wäre jetzt mal so der Educational Stuff. Und wir schauen uns generell jetzt mal an, was beim Bitcoin noch so abgeht. Wir sind jetzt hier, wenn ihr euch hier die Retracements zieht, egal ob ihr die Weltstruktur kennt, zieht euch die Retracements. Wenn ihr Short seid, wenn ihr Long seid, müsst ihr immer wissen, wo kaufe ich ein und wo verkaufe ich, okay? Und wir sind jetzt hier, zum Beispiel, in die Weltstruktur, was mache ich als erstes, wenn ich einen Dump sehe? Ich schaue mir an, wo ist denn Support? Und in dem Fall ziehe ich die FIP Retracements und sehe, okay, wir haben hier Support. Und was auch viele nicht verstehen, ihr müsst auch die Timeframes wechseln, denn jeder Timeframe hat natürlich andere Indikatoren. Es kann sein, dass wir zum Beispiel auf dem, keine Ahnung, 2-Stunden Timeframe einen starken Support haben von der 55-Day-EMA und gleichzeitig haben wir auf dem niedrigen Timeframe oder von der Welle her einen starken Support von der 0,618 und so ermittelt ihr schon wieder die Punkte, die eben für gewisse Setups sprechen. Wenn ihr dann seht, okay, wir haben hier auf dem Timeframe die 55-Day-EMA, wir haben vielleicht noch eine Downtrend-Linie, die vom Tageschart kommt, wo wir Support haben, wir haben dann hier noch die 0,618 Extension, wir haben vielleicht sogar noch irgendwie Extension Ratio, also von der Welle davor, die runterkommt, und dann könnt ihr euch schon sagen, yo, wäre hier ein guter Zeitpunkt, meinen Short zu closen. Und dann würde ich sagen, auf alle Fälle, weil wir haben jetzt hier schon knapp die 1-to-1 Extension von der Welle davor getargetet. Wir haben hier die 0,618 FIP Ratio und dann würde ich sagen, ja, habe ich hier meine Buy Order rein, close den Short automatisch und mache dicken Profit in dem Fall so. Und ja, so jetzt hier kurzfristig das Ganze noch und langfristig gibt es mit Bitcoin jetzt momentan nicht so viel zu sagen. Worauf ihr jetzt achten müsst, weil ich habe das Ganze jetzt wirklich, ich habe wenig Zeit gehabt, sorry, muss ich sagen, das Ganze langfristig analysieren, weil ich den ganzen Tag in der Uni war und viel lernen musste und so weiter. Ich wollte euch gerade das nur kurzfristig sagen. Langfristig jetzt wichtig, wir haben diesen starken Support etabliert in diesem Bereich hier unten, das heißt, es war im Bereich 8,2K, der muss auf alle Fälle halten, also könnt ihr jetzt schauen, die nächsten Stunden ist jetzt hier nicht weit weg. Wenn 8,2K wieder bricht, dann können wir offiziell wieder von unserem Downtrend-Szenario ausgehen und dann wäre 7,7K ein extrem wichtiger Punkt. 7,7K ist die Bounce-Possibility, also diese Bounce-Wahrscheinlichkeit, extrem hoch. Also 7,7K müsst ihr euch dann anschauen, weil da haben wir das 0,618 Retracement, da haben wir eine 1-to-1-Extension von der Welle davor und da haben wir auch starken Support am Chart. Wäre unser nächstes Szenario, also 8,2K muss auf alle Fälle halten. Ihr könnt euch auch gerne diese Trendline ziehen vom Tageschart, das mache ich jetzt nicht mehr, damit ihr ungefähr seht, okay, wollen wir Support. Und bis dahin, wie gesagt, für mich wieder mal eine No-Trade-Zone, weil ich weiß selber jetzt nicht 100%, was hier abgeht. Ich bin auch kein Magier. Ich sehe hier, wir haben ein riesen Candle nach oben, so eine Manipulationscandle, wo irgendwie ein Move $400 nach oben geht und jetzt haben wir gleich wieder einen Dump, das heißt, die Leute dumpen hier wieder und für mich ist jetzt auch so eine Phase, okay, ich muss mich jetzt ordnen, ich muss auf Daten warten, ich muss schauen, was geht jetzt hier ab, was passiert in den nächsten Stunden. Für mich momentan, was soll ich jetzt hier groß traden? Also es gibt weder für mich irgendwie einen Grund, long zu gehen. Okay, wir sind beim 0,618 Ratio Level gebounced, aber wisst ihr, was man hier auch oft sieht? Man sieht hier oft einen Bounce auf dem FIP Level und dann sieht man das. Boom, das sieht man ungefähr, keine Ahnung, könnt ihr euch in der Vergangenheit anschauen, das sieht man wirklich sehr oft, dass wir gerade bei einem FIP-Level bouncen, weil da logischerweise sehr viele Buy-Orders liegen und dann geht es nochmal richtig heftig nach unten. Also momentan sehe ich hier kein gutes Setup für uns oder für mich sozusagen und das wäre jetzt generell mein Update zum Bitcoin. Ich weiß, es ist oft jetzt ziemlich schnell so wegen Uni und so weiter lernen, aber ich versuche es trotzdem noch für euch zu machen, weil ich eben ja das mal gesagt habe, dass ich Daily Updates mache und ich hoffe, ihr schätzt das auch. Ich bin mich mega freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr mal ein Like da lasst und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, euer Technik-Shooter.